Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BG Challenge Projekt mit Iggy, Uwe und Paul. Hallo. Hallo. Ich hab ein Déjà-vu. Ich hab ein Déjà-vu, ich hab das hier schon mal geflügt. Ich hab das schon mal gedroschen, ich war fertig mit dem Feld eigentlich. Ja, hast du es offenbar nicht ordentlich gemacht. Ich hab, ich wollte übrigens gerade die Karte öffnen und hab M gedrückt. So viel zum Thema mit dem anderen Spiel, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, er lässt es nicht mehr mein Spiel. Echt? Ja. Scheint so. Das passiert mir ganz oft, dass ich mit M-Karte öffnen will. Aber ich habe auch super wenig in letzter Zeit LS gespielt, also wirklich wenig. Ich habe jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen angefangen, aber irgendwie. Ich hatte ja mit Jan auf der Krummbach angefangen. Der Server läuft jetzt 3 Monate, ja. Wir haben vielleicht 5 Spielstunden drauf, wenn überhaupt. Ja, es ist. Sich so nicht gelohnt. Sowas. Jetzt weiß ich gar nicht, was in der Aufnahme eben drin war und was nicht. Ganz schwierig. Wieso, was drin war und was nicht drin war? Naja, was haben wir jetzt eben in der Folge? Alles schon gesagt, was ist das? Alles schon gesagt, was. Du kannst ja nachgucken. Nicht aufgucken, ja. Du kannst jetzt die Folge einfach nebenher tonmäßig einspielen. Ja. Kann ja auch einfach so ein Splitscreen machen, ja. Links aktuell, rechts, was wir schon mal aufgenommen hatten. Ist unser Tor denn noch da? Ja, das wollte ich auch schon fragen. Natürlich. Das war doch die Folge davor, wo der schon... Nee. Nicht? Nee, das war zwischen den Folgen. Ah, okay. Alter, es leckt schon wieder. Der Server muss komplett. Der gewiefte Zuschauer denkt sich jetzt, was meinen die? Mhm. Das seht ihr vielleicht später. Wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran. Schaltet heute Mittag wieder ein. Ja. Ich war gespannt, ob ich es diese Woche schaffe. Die Folgen mal im Voraus zu beschriften. Also wirklich im Voraus. Und nicht an dem Tag, wo sie veröffentlicht werden. Wenn überhaupt. Ah ja. Hey, aber immerhin die Samstag- und Sonntagfolge habe ich am Donnerstag beschriftet. Ja, weil ab Freitag war keine Zeit mehr. Nee, richtig. Am Samstag auch nicht. Und heute auch nicht. Nee. Ich war heute entkappeln. Hab mich mit meiner Mutter getroffen, um Kaffee trinken zu gehen. Und sind wir noch so ein bisschen am Hafen längs gelaufen. Und offensichtlich haben wir relativ starken Ostwind. Wir haben so ein kleines Hochwasser schon wieder. Oh. Ah ja. Es stand bis an die Hafenkante ran. Also es über die Schlei ist so eine Brücke und da ist eine Unterführung für die Fußgänger noch neben dem Wasser und da stand das fast bis an die Kante. Also man ist eigentlich so, ja, ich würde sagen, ein Meter, auf Wasserhöhe gelaufen. Ein Meter unterhalb der Wasseroberfläche gelaufen. Ui. War interessant.
Wer sitzt im LKW? Werner? Ja. Ich. So. Ich wollte gerade reinschreiben, Vorsicht, Brückengeländer. Da war er schon dagegen gefahren. Hm. Was ich mich jetzt frage, ob da jetzt der Zaun kommt an dem Feld. Du kannst ihn aber nicht so positionieren, dass er blockiert. Ich hab's getestet. Ja. Ist ja nicht so, dass man das auch schon getestet hätte. Hast du der Weg muss ja gewartet? Offen bleiben. Ja, ich habe jetzt auf dich gewartet. Und der Weg muss ja noch offen bleiben. Du musst auch noch hinten zu Feld 34 hinkommen können. Es geht ja hinten über Feld 32, dass wir zu Feld 34 noch hinkommen. Ja, Feldzufahrten. Und die 35 ist nur bei uns über zu erreichen. Naja. So, hier war eben der Absturz. Und nochmal. Hör auf. Wir sind aber zeitlich schon eine gute eineinhalb Minuten weiter. Bin langsamer als vorhin. Was habe ich falsch gemacht? Ja. Ich dachte, beim zweiten Mal geht immer alles schneller. Das Personal ist halt schwer zu finden. Ich wollte gerade sagen, es steht gerade schon wieder. Nein, es war ein Speicher. Ich hätte gerne jetzt in anderen PS einmal kurz zugehört, was da jetzt nochmal gesagt wird. Vielleicht war das ein Grund. Nein. Safe Game sichern. Hast du auf Speichern gedrückt? Ich stelle den Ball jetzt dann auf 5 Minuten. Was? Hast du auf Speichern gedrückt? Nein. Okay. Das wird man ja wohl noch fragen dürfen, oder? Ja, natürlich. Nie tun sowas. Weil du ja auch nicht als Admin eingeloggt bist. Nein. Dein Stuhl quietscht. Ich weiß. Hättest du dir einen neuen Stuhl kaufen sollen statt einen neuen Rechner? Oh, wow. Ich kann's nicht, Party. Könntest mir hier die paar Ballen mal auf die Seite räumen, das wäre voll freundlich. Jo. Oh, leck das Gott. Ich bin unschuldig. Heinz Werner fährt hier wieder rum. Wir hatten hier alle Tore zugemacht. Wie sind da vorne drin? Keine Ahnung, wer sowas macht, Paul. Du brauchst gar nicht so scheinheilig tun. Ich? Ich? Wenn ich sowas machen würde. Bei
ich so drüber nachdenke. Fahr mal mit dem Drescher langsam nach Hause. Nach vorne gemacht hat. Hast du jemanden hinten dran? Kommt sofort ein LKW angeschossen. Ja, da steht der nächste Prellbock. Uwe? Ja? Vielleicht ja, müssen wir den Deutz von der Straße holen. Steht jetzt ein bisschen ungünstig. Okay. Dankeschön. Na, Igi, wurde es überholt? Ich habe ihn freiwillig vorbeigelassen. Ja. Alter, wenn... hat er gedrängelt wie Hölle oder was? Nö, er ist hinter mir geblieben, hab ich. Und gesagt, wenn er so nett hinter mir bleibt und nicht anfängt zu drängeln oder irgendwas, dann kann ich auch an die Seite. Ui. Ich stehe gerade richtig beschissen. Wer? Ich. Da. Hä? Warum fährt denn rückwärts? Weil der Deutsch nur noch rückwärts fahren kann. Nein, ich habe ihn doch vorwärts dahin gefahren. Lass ihn einfach stehen, er hat einen Getriebeschaden. Ja. Der steht nämlich richtig gut. Der Reh steht gerade richtig scheiße. Ja, eben. Deswegen, ja. Also sollte ich nicht über unseren Hof fahren, ja? Doch, über den Hof geht. Okay. Außenrum ist nicht gut. Ich habe so keine Ahnung, wie ich den hier runterkriegen soll, aber scheißegal. Sieht doch stehen, mein Gott. Muss ich eigentlich mit dem Zeug hin? Fragezeug. Da, wo das gelbe Ausrufezeichen. Gelbe Ausrufezeichen. Ich möchte betonen, wir kriegen mittlerweile Umweltbonus. Ja. Ja gut. Dadurch kann viel, mehr sagen. Fast 10%. Ja, ich habe ihn weggekriegt. Gut. Ja. Was haben wir denn jetzt mit unserem Geld? Ein bisschen mehr. 20 kaufen. Oder die 38 können wir schon bei denen übers Feld schauen. Ja. Muss ich Fragen stellen, warum da oben Ballen offen? Offen? Frag mal, Paul. Hey, dafür konnte ich nichts. Ich hätte es lieber auf dem Wagen gelassen. Was tut ihr? Da liegt ein Ballen auf der Stumpfreise. Mhm. Okay. Der lag vorher auf dem Wagen und dann ist halt Disconnect und Traktor vorwärts fahren und rum. Gleich der Paul kommt. Hallo. Ja, fahr zu. Reicht. Ich höre nur Ausreden. Schade, Feld 57 war so viel erntereif vorhin. Ist nicht mehr? So, jetzt ist abgeerntet. Soll ich den Überschuss wieder mitbringen oder gleich weg? Verkaufs, wir haben genug am Lager. Oder? Ach ne, es gibt Punkte, ne? Mhm. Aber wie viel? Das ist die große Frage, ne? Ja, und wie viel Überschuss dabei ist. Weggeräumt. Dankeschön. Bitteschön. Eigentlich müsste man jetzt aus Versehen so 2-3
Ball in den Graben runterholen lassen. Das hast du aber nicht schön weggeräumt. Die stehen ja völlig falsch. Mach mir den Uwe nicht an. Mach ich dich aus. Was? Ja, hast mich schon verstanden, Kollege. Ehrlich hier. Ich komme nach Hause. Keine guten Missionen. Gepasst. Nicht wirklich. Wollen wir dann Feld kaufen oder nicht? Du kannst die Oder-Frage nicht mit mhm beantworten. Ja, schon, hat er getan. Natürlich kann ich das. Also es wären 4000 Liter übrig. Ja, bring's mit, du musst ja wieder hierher. Jawohl. Ja. Bring mit. Uwe, willst du nicht mal das andere Sägewerk befüllen? Nee. Irgendwann hauen wir hier noch ineinander rein. Nö. Ich pass auf dich auf. So wie die in der letzten Aufnahme. Zu freundlich. Ich kann dir nicht dasselbe garantieren. Nein, ich guck schon. Aber andersrum, hast du nicht endlich wo alle voll jetzt dann, oder? Nee. Beide nicht. Uiuiui. Ich hab's gerade mal in dem 31.000 drin. Ich hab's gerade gesehen. Ja, du darfst nicht vergessen, es sind immer noch Weiden. Technische Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Bei was? Schneller fahr ich nicht. Achso. Wegen deinen Anhängern oder was? Nee, weil es so laggt. Ich springe die ganze Zeit zwischen 38 und 43. Gut aus, ja. Aber da auch so drin. 8 Silageballen nur noch? Ja. Da kommt schon wieder jemand bei uns über den Hof gefahren. Ja. Die Einfahrt wieder frei ist. Ach, jetzt weiß ich, warum das so langsam gemacht hat. Da steht noch links ein Deutz. Naja. Das machst du gut.
Ja, ich würde sagen, ich gucke dann mal Paul noch so ein bisschen beim Ballenaufladen zu. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao.